Hallo zusammen und einen wunderschönen Sonntagnachmittag aus dem Aloihof-Studio heute am 4. Januar im neuen Jahr 2021. Ich möchte mal eingangs allen nachträglich noch ein gesundes, glückliches neues Jahr wünschen. Danke für euer Interesse. Wie ich letztes Jahr in meinen Videos schon erwähnt habe, wird es heuer neue Videos geben, detailliertere Videos, Schwerpunktvideos, wo wirklich genauer auf die Produkte eingegangen wird, auch genauer auf Krankheitsbilder eingegangen wird, damit ihr wirklich so viel wie möglich Information bekommt. Heute im ersten Teil und im ersten Video im neuen Jahr geht es natürlich noch einmal um die Aloe Vera, die Kaiserin der Heilpflanzen. Ich habe letztes Jahr schon öfters erwähnt die vier E's. Das Entsäuern, das Entschlacken, das Entgiften und das Entfetten. Über diese vier E's ist der Körper in der Lage, den Weg für die Nährstoffe in die Zellen wieder frei zu machen. Danach werden die sogenannten Selbstheilungskräfte aktiviert, die dann die Heilung ermöglichen. Ist übrigens ein uraltes Rezept in der Naturheilkunde. Was macht die Aloe Vera so wertvoll? Was macht die Aloe Vera so speziell? Natürlich die Inhaltsstoffe. Und hier habe ich wirklich einmal die ganzen wichtigen Inhaltsstoffe herausgeschrieben, mit den Krankheitsbildern, die entstehen, wenn man von diesen Vitaminen, von diesen Inhaltsstoffen einen Mangel hat. Beginnen wir einmal mit dem Vitamin A. Beim Mangel von Vitamin A sind immer Krankheitsbilder dabei, wo ihr euch wahrscheinlich selber finden werdet. Sind wir mal schon beim Thema Immunabwehr. Jetzt momentan natürlich ein ganz wichtiges Thema, ein gesundes, starkes Immunsystem. Äußert sich in trockenen Augen, Sehstörungen bis zur Nachtblindheit, ist ein Schleimhautschutz, führt bei Mangel zu einer trockenen Schleimhaut, ein Antioxidans, ein Zellregulationsvitamin und ist sehr gut für Haut, Haare, Nägel. Auch Krebs kann durch den Mangel an Vitamin ein Thema werden. Ich habe es da noch einmal detailliert dazu geschrieben bei Vitamin A-Mangel, so alltägliche Dinge, die vielleicht auch jeder kennt, Akne zum Beispiel. Wachstumsstörungen, Gewebeschäden, Infekte, wieder ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, Atemwegs- und Durchfallserkrankungen. Das ist schon mal so das Einsatzgebiet vom Vitamin A. Gehen wir weiter. Vitamin C in aller Munde. Vitamin C, auch hier wieder ein Antioxidans, auch hier wieder wichtig für das Immunsystem. Kann bei Mangel zu grauem Star führen, eine weit verbreitete Augenkrankheit. Osteoporose, Karies, Zahnfleisch, ganz großes Thema bei Vitamin C-Mangel. Hier wieder Infektanfälligkeit, Erkältungen, das ist hinlänglich bekannt, führt zu Eisenmangel, verhindert die Fettverbrennung, führt zu Zellulitis, Krampfadern und zu Lymphödemen. Immer wieder ein Thema, das unsere Klienten fragen, und sich dafür interessieren, was kann man bei Lymphödemen, also zum Beispiel Krampfadern, machen. Vitamin C-Mangel hindert unsere Glückshormone oder die sogenannten Endorphine. Wieder ein ganz wichtiges Thema. Ich komme immer wieder auf das Hier und Jetzt. Vielen da draußen fehlen jetzt die Glückshormone, aus welchem Grund auch immer. Ich gehe da gar nicht näher drauf ein. Alterungsprozesse werden beschleunigt. Es führt auf Dauer zu Bindegewebsschäden, Schädigungen der Muskulatur, Zahnfleischbluten, zu einer verzögerten Wundheilung, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen. Und ganz wichtig der ganzen Sache ist, Vitamin C wird von unserem Körper nicht gebildet und kann nicht gespeichert werden. Aber es ist lebensnotwendig. Und alles, was ich hier jetzt erkläre, sind Inhaltsstoffe in der Aloe Vera. Gehen wir weiter. Das dritte Vitamin, das wir heute mal genauer anschauen und durchgehen, ist das Vitamin E. Was passiert bei einem Vitamin E-Mangel? Alterung der Haut, wieder Thema Antioxidanz, der Hormonhaushalt kommt durcheinander, wieder das Immunsystem, Krebs, Entzündungen, Altersflecken. Und was ganz interessant ist und was ein großes Thema ist, Gelenke, Rheuma, Arteriosklerose. Auch wieder ein Punkt, wo sich viele damit identifizieren können. Der ganze Vitamin B-Komplex, der in der Aloe Vera enthalten ist, was passiert Vitamin B1 zum Beispiel bei einem Mangel? Es kommt zu Verstopfung, zu Schlafstörungen, Blutzuckerstoffwechselprobleme. Es kann zu Missbildungen führen,
wird ausgelöst, teilweise natürlich auch durch die Pille und über die weiblichen Hormone. Kommt zu einer erhöhten Reizbarkeit, zu Müdigkeit, bis zur Depression, Haut, Haare, Nägel, Konzentration, Restless Legs, die Ruhelosigkeit. Das sind dann die Menschen, die man öfter sieht, die permanent mit dem Beinen oder mit den Händen in Bewegung sind, dieses Restless Legs. B1. Das Vitamin B2 ist ganz wichtig für unser Nervensystem und für die Hormone. Vitamin B3, Fett- und Eiweißstoffwechsel, gut und wichtig für die Gehirnleistung. Das Vitamin B6 ist ein Allround-Vitamin, Immunsystem, Blutgerinnung und aktiviert Aminosäuren. Großes Thema Vitamin B12. Da muss ich gleich dazu sagen, B6 und B12 sind zum Beispiel zwei Vitamine, die sehr vielen Frauen fehlen. Wir kommen gleich dazu. Vitamin B12 führt beim Mangel zu einer Anämie, also zu einer Blutarmut oder kann zu einer Blutarmut führen. Osteoporose, großes Thema. Vitamin B12 fördert die Reifung der Gehirnzellen. Bei Mangel kommt es zu Menstruationsbeschwerden, darum habe ich vorher gesagt, Frauenvitamine. Muskelzuckungen, Mundschleimhautentzündungen, Depression, Reizbarkeit oder zu Adipositas, Fettsucht oder Fettleibigkeit. Ihr seht, das sind alles Themen, die viele Menschen draußen beschäftigen. Weiters in der Aloe Vera drin, Folsäure, ganz, ganz wichtig in der Schwangerschaft. Zu wenig Folsäure in der Schwangerschaft kann zu Missbildungen der Embryos oder der Kinder führen. Mineralien, Spurenelemente, hier ein Auszug. Calcium, Kalium, Natrium, Kupfer, Zink, Mangan, Eisen und Selen. Aminosäuren und so gut wie alle lebensnotwendigen Enzyme. Zum Thema B12, B-Vitamine. Ich denke, man hat jetzt in diesem Auszug schon gesehen, wie viel wertvolle Inhaltsstoffe in dieser Pflanze vereinigt sind. Inhaltsstoffe, die wir tagtäglich für unseren Körper dringend benötigen. Ganz ein interessantes Thema. Wir reden jetzt einmal über den Körper selber, über Anatomie vom Körper. Man muss sich einmal vorstellen, es gibt sogenannte Kapillaren. Ein Vielfaches dünner wie ein menschliches Haar. Und von diesen Kapillaren haben wir ca. 150.000 Kilometer im Körper. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist 3,5 Mal der Erdumfang. In jedem Einzelnen von uns. Zusätzlich natürlich, die nächstgrößere Einheit sind die Zellen. Von diesen Zellen haben wir im Körper 75 Billionen Zellen. 75 Billionen Zellen. Das ist ein kleines Universum in unserem Körper. Was passiert jetzt mit diesen Kapillaren und mit diesen Blutkörperchen? Durch die Kapillaren fließen die roten Blutkörperchen durch. Solange die Kapillargefäße normal gebildet sind, wie hier dargestellt, können die Blutkörperchen ganz locker flockig durch die Kapillaren durch und der Blutdurchfluss ist jederzeit gewährleistet. Der Körper hat kein Problem. Kommt es zu einer Aufschwellung dieser Kapillaren und zu einer Verdickung, dann kommen diese roten Blutkörperchen hier an bis zu einem gewissen Punkt und dann ist Stopp. Dann kommen sie nicht mehr weiter. Und das sind genau solche Dinge, die zu Bluthochdruck führen, im schlimmsten Falle zum Schlaganfall. Also ganz wichtig, wir müssen unsere Kapillaren klein halten, geschmeidig halten, dass diese Blutkörperchen durchflutschen können. Ich nenne es mal so. Und was macht die Aloe Vera? Die Aloe Vera reinigt. Das sind wir wieder bei den 4 E's. Entgiften, entfetten, entschlacken, entsäuern. Der ganze Stoffwechselmüll, der ganze Schmutz und der Dreck wird rausgespült aus dem Körper. Die Kapillaren bekommen Luft, haben die richtige Größe, die sie benötigen und so können die Blutkörperchen jederzeit ungehindert durchfließen und die Gefahr von einem Bluthochdruck oder Schlaganfall ist somit eigentlich sehr gut im Griff zu halten. Ich vergleiche oder wir vergleichen die Aloe Vera eigentlich wie ein Dirigent, der ein Orchester dirigiert. Die Aloe Vera schaut, dass jede einzelne Komponente in unserem Körper funktionieren kann. Denn Fällt eines dieser Komponenten aus, ein Vitamin, ein Enzym, eine Folsäure, ein Vitamin B6. Vergleichen wir es mit einem Orchester. Wiener Symphoniker Neujahrskonzert. Der Cellist fällt aus,
Der Mann mit dem Saxophon fällt aus, der Mann mit dem Becken fällt aus. Wir haben kein komplettes Orchester mehr. Das heißt, es kommt zu Misstönen. Und genau diese Misstöne haben wir dann im Körper. Ich vergleiche es jetzt mal ganz salopp mit einem Orchester. Gut, dann schauen wir mal weiter, was es noch alles zu sagen gibt. Häufige Fragen, und das ist mir heute ganz ein wichtiger Punkt, die immer wieder von Klienten und von den Leuten draußen gestellt werden. Verträgt sich Aloe Vera mit Medikamenten? Natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ja, Aloe Vera verträgt sich mit allen homöopathischen Maßnahmen und auch mit den Medikamenten. Wichtig ist es, die Aloe Vera nüchtern einzunehmen und erst, also 15 bis 20 Minuten vor den Mahlzeiten und erst später die Medikamente zu sich nehmen. So kann die Aloe Vera ihre ganzen Inhaltsstoffe in der optimalen Form entfalten. Gibt es negative Reaktionen? Kann es geben, ja. Es ist ein Naturprodukt. Wir haben öfters das Problem, dass wenn, also öfters ist kein Problem, im Gegenteil, es ist sogar eine gute Sache, wenn ein Klient dann von nach einer Woche bis 10 Tagen zum Beispiel Hautprobleme bekommt, fast der Akne wie ein Teenie, dann sagen wir immer, schau in den Spiegel und juble, dein Körper arbeitet, er entgiftet. Der lässt den ganzen Dreck aus dem Körper raus, geht meistens nicht allzu lange, erledigt sich dann wieder von selber. Ansonsten gibt es keine Erstverschlechterungen oder Erstverschlimmungen der Aloe Vera. Muss ich Aloe Vera dauerhaft einnehmen? Da komme ich wieder zurück zu den Inhaltsstoffen. Stellt euch vor, im Aloe Vera sind über 200 bioaktive, lebenswichtige Moleküle enthalten. Ist übrigens auch wissenschaftlich erwiesen. Somit hat sich die Frage eigentlich erledigt. Die Einnahme von Aloe Vera sollte eigentlich ein Genuss und kein Muss sein. Habe ich einen ganz guten Spruch gefunden. Gesunde geben bei weitem mehr Geld aus, um krank zu werden, als Kranke, um gesund zu werden. Zur nächsten Frage. Gibt es bei der Aloe Vera Einnahmeeinschränkungen? Es gibt eigentlich 3 Voraussetzungen. Das Produkt sollte eine optimale, kontrollierte Qualität haben. Wichtig ist, und das betrifft euch da draußen, eine konsequente tägliche Einnahme. Wenn wir sagen 3x30 Milliliter morgens, mittags, abends, dann bitte 3x30 Milliliter morgens, mittags, abends. Ich höre dann öfters, ich habe es vergessen und ich habe am Abend dafür die 90 Milliliter gleich auf einmal genommen. Nein, 30 Milliliter morgens, mittags, abends. Regelmäßig und konsequent. Und was auch eine Voraussetzung ist, ist eine individuelle Dosierung. Ihr wisst ja, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Wir machen diese Gesundheitsberatungen telefonisch, per E-Mail oder auch bei uns in der Praxis. Und dann wird die Dosierung an das jeweilige Krankheitsbild und an den Menschen angepasst. Auch eine wichtige Frage, können organtransplantierte, dialysepflichtige, Bypass- oder Krebspatienten Aloe Vera trinken? Ja, auf jeden Fall. Denkt drüber nach, Chemotherapie und Bestrahlungen zum Beispiel sind lebensnotwendig in gewissen Fällen. Nur dürfen wir nicht vergessen, bei Chemotherapien und Bestrahlungen wird natürlich das Immunsystem so ziemlich gut auf Null runtergefahren. Darum haben wir dann immer das Problem, die Leute müssen aufpassen, dass sie sich nicht erkälten, weil es sehr schnell zu einer Lungenentzündung führen kann. Darum die Unterstützung der Aloe Vera. Und auch für organtransplantierte oder dialysepflichtige Patienten überhaupt kein Problem. Auch wieder ein wichtiges Thema. Kann eine schwangere Frau Aloe Vera trinken? Sie kann nicht nur, sie sollte es sogar trinken. Warum? Die bekannten Schwangerschaftskomplikationen wie Schwangerschaftserbrechen, Bluthochdruck, Diabetes bis zu Depressionen können mit der regelmäßigen Einnahme von Aloe Vera verhindert und gehemmt werden. Entschuldigung. Voraussetzung, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, das Aloe Vera-Produkt muss aloinfrei sein. Das Aloin ist das Blattgrün an der Aloe Vera-Pflanze, ist sehr stark abführend, giftig und das schützt die Pflanze in der Wildnis draußen vor Wildverbiss. Das ist der Schutz dieses Gels, darum hat die Pflanze Stacheln und hat eine sehr stark bittere Haut, dass sie von Wildtieren nicht angebissen wird. Also ganz wichtig, aloinfrei. Und bei schwangeren Frauen empfehle ich anfangs 3x5 Milliliter und dann langsam steigern auf 3x30 Milliliter bis 3x50 Milliliter, je nach Verträglichkeit und wie man sich dabei fühlt.
Wie wirkt sich Aloe Vera auf Blutverdünner aus? Auch ein ganz wichtiges Thema. Sehr positiv. Die ASS-Dosierung ist im Normalfall bei 100 Milliliter täglich. Ein ganz bekanntes Medikament ist das Marcumar. Und da gibt es schon einige Studien und Erfahrungsberichte, dass dieses Marcumar nach 2 bis 3 Monaten wieder regelmäßiger Einnahme von Aloe Vera auf die Hälfte reduziert werden kann. Hier ist ganz wichtig, bitte Abstimmung mit dem Arzt. Das heißt, dem Arzt sagen, Blutverdünner, aber ich nehme zusätzlich ein Naturprodukt, die Aloe Vera. Den Arzt darüber informieren. Noch eine Frage, profitiert ein Sportler von der Einnahme von Aloe Vera? Nona nicht. Für alle Sportler, um Verletzungen vorzubeugen, ist eigentlich die prophylaktische Einnahme der Aloe Vera oberste Priorität. Nach Operationen bei Sportlern ist wissenschaftlich und auch ärztlich nachgewiesen, dass es einen viel besseren Heilungsverlauf gibt. Hier die Dosierung je nach Verletzung bis zu 3x 100 Milliliter. Da haben wir auch in der Praxis schon sehr gute Erfahrungsberichte, wo Fußballer gesagt haben, nach der Einnahme von Aloe Freedom zum Beispiel, dass die Schmerzen so gut wie weggegangen sind und die ganzen Probleme sich gebessert haben. Also für Sportler ganz wichtig. Und jetzt auch wieder ein Thema, das sehr viel angefragt wird. Was mache ich bei Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern mit der Aloe Vera? Neugeborene empfehle ich Aloe Vera mit Honig. Dosierung 3x 1 Tropfen täglich. Nochmal, 3x 1 Tropfen täglich. Nach 3 Tagen oder immer im 3-Tages-Rhythmus Tropfen für Tropfen steigern. Es gibt eine Faustformel. Bis zum 1. Lebensjahr 3x 1 Milliliter. 5. Lebensjahr 3x 5 Milliliter. Bis zum 10. Lebensjahr 3x 10 Milliliter. Bis zum 15. Lebensjahr 3x 15 Milliliter. Ich habe vorher schon ganz kurz die Qualitätskriterien angesprochen. Was sind Qualitätskriterien bei Aloe Vera? Mindestens 90% Aloe Vera Blattgelanteil, und zwar von der Aloe Barbadensis Miller. Ein Gel, nicht ein Saft oder ein Konzentrat. Aloinfrei, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und wenn möglich auch mit einem Qualitätssiegel von einem zertifizierten Institut, dass die Qualität wirklich auch kontrolliert wird. Die 5 Aloe Vera Gels nochmal kurz im Überblick. Ich habe sie letztes Jahr schon ein paar Mal vorgestellt. Zum einen das älteste Rezept, das Aloe Honig von Pater Romano Zago aus Brasilien. Hier haben wir 90% Aloe Vera, 9% Blütenhonig. Und heute, weil ich ja gesagt habe, regelmäßige Einnahme. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Klienten mit dieser 6-Monats-Kur sehr gut fahren. Das heißt, über einen wirklich längeren Zeitraum konsequent tägliche Einnahme dieser Aloe Vera, und das führt bei sehr vielen Krankheitsbildern zum Erfolg und zu einer Besserung. Hier einmal ganz neu heute auch einmal eine Kostengeschichte. Eine Flasche Aloe Vera Honig im Einzel, als Einzelflasche liegt bei 32,99. Machen wir eine 6-Monats-Kur, dann kostet eine Flasche 21,28, also ein großer Preisunterschied. Das nächste ist das Aloe Pfirsich. Das Aloe Pfirsich ist für Diabetiker geeignet, da es keinen Zucker enthält. Es ist ein Pfirsichkonzentrat drin, dass der Geschmack besser ist, aber zuckerfrei. Hier haben wir 98% Aloe Vera, preislich genau gleich wie das Honig, auch 32,99 bei der 6-Monats-Kur 21,28 €. Unser Aloe Vera, unser Öffner, 90% Aloe Vera, 7% Blütenhonig und zusätzlich noch 2% Brennnesselextrakt. Das ist ein bisschen teuer, da sind wir im Einzelpreis bei 36,99 €, bei der 6-Monats-Kur bei 24,09 €. Nochmal, dass ich sich in Erinnerung rufe, Brennnessel-Silizium in Kombination mit Honig und Aloe, alles was zum Öffnen ist, Arterien, Venen, Krampfadern, habe ich hier schon mal gesagt im Video, ganz ein tolles Produkt. Aloe Freedom, unser Bewegungsspezialist, da sind wir bei 88% Aloe Vera, eine Multischwefelverbindung, viel Vitamin C und E, alles was der Bewegungsapparat anbelangt, Zähnen, Knorpel, Gelenke und so weiter, preislich gleich wie Sivera, 36,99 €, bei der 6-Monats-Kur 24,09 €. Und abschließend noch das Aloe Immun Plus, das hat sich zu einem Hit-Gel entwickelt diesen Winter,
Natürlich Erkältungen vorbeugen, Viren, Bakterien und so weiter, Immunsystem pushen. 85% Aloe Vera, 8% Blütenhonig, Ingwer und Zitrone, Vitamin C Tagesbedarf. Preislich genau gleich wie die anderen zwei, 36,99 und die 6-Monats-Kur bei 24,09 €. Das soll einmal so ein Überblick sein. Wie schaut es finanziell kostenmäßig aus? Anfragen zu 6-Monats-Kuren bitte gerne über www.aloehof.com oder über direkt über meine Handynummer 0043 für Österreich 676 89 77 52.000. Ist natürlich immer die individuelle Gesundheitsberatung dabei, die Dosierungsempfehlung, dass man wirklich am Telefon oder in der Praxis wirklich schauen kann, wie kann man demjenigen so schnell wie möglich und so effizient wie möglich helfen. Abschließend noch ein Ausflug in die lateinische Sprache. Mens sana in corpore sano. Was wir brauchen, ist ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. So viel heute noch. Abschließend noch, bevor ich es vergesse. Es erreichen uns immer wieder Anfragen, dass es beim Online-Shop nicht klappt mit Deutschland. Bitte noch einmal. Oben rechts ist eine Länderauswahl. Da auf Deutschland klicken, dann geht auch die fünfstellige Postleitzahl, dann kommt ihr auch in den Online-Shop rein. Oben rechts, Länderauswahl, Deutschland anklicken, sollte funktionieren. Das war heute das erste längere und größere Video. Es wird so im Wochenrhythmus weitergehen. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Bedanke mich für euer Interesse. Alles Gute, liebe Grüße aus dem Aloehof. Tschüss!